Review. Heute testen wir den Eicher EM300. Ein sehr schönes Stückchen haben wir hier. Sehr schön gemoddet. Gute, scharfe Texturen haben wir hier überall verbaut. Ein kleiner Sinsbug ist hier hinten auch. Ja, gucken wir uns das Ganze mal im Shop an. Das habe ich verplant. So. Hier haben wir das gute Stück. Maximal PS 40, maximale Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, Unterhaltskosten 35 Euro pro Tag, Modell Eicher, ein paar Teile von Schlüterfern 1977. Das hier brauche ich nicht alles vorlesen, könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr euch auch den Mod gedownloadet habt. Link natürlich in der Videobeschreibung und gucken wir uns mal die Infos zum Original an. 40 PS aus 3 Zylindern, luftgekühlter Eichermotor. Released bei Schwarmäulen bpplaced.net. Das Ganze kostet 4.535 Euro und ja, steigen wir kurz mal ein. So. Das ist witzig, wenn sehr weit ranzoomt, verschwindet der Fahrer. Mit Numpad 5, mit 5 können wir die Motorhaube öffnen. Können wir den schönen Dreizylinder begutachten. Mit 6 können wir die Rückbank verschwinden lassen. Sehr schönes Feature finde ich, darf auch kein Hof fehlen. Das Schlepper. Starten wir das Ganze. Sehr schöner Anlauf hat das Ganze. Der Tacho da unten funktioniert wirklich 1:1 mit der Geschwindigkeit. Könnt ihr gleich sehen. Wie ihr seht, der Schlepper kippt auch nicht um, wie manche anderen. Leckt gerade ein bisschen, tut mir leid. So. Hier unten können wir jetzt auch sehen, maximale Höchstgeschwindigkeit erreichen wir gleich. 30 Stundenkilometer, hier wird es noch ein bisschen beschleunigt. Lasst euch bitte nicht verwirren. So, jetzt erreichen wir es so ein bisschen. Bremsen tut er auch gut. So. Im Großen und Ganzen, das wäre es schon gewesen von der heutigen Mod Review. Ein Daumen hoch würde mich sehr freuen. Feedback natürlich auch. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.